boy like you, not like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? So, meine Lieben, willkommen zu Part 3 und wir sind immer noch mitten in den Prüfungen gewesen und ja, ich frage mich, wie es Kenny und Armin so geht nach der Sportprüfung und Lissander und welche habe ich noch gar nicht bekommen. Ja, Katja war eben mein Partner, der hat sich über mich lustig gemacht, Spaß hat er nicht, diesmal nicht. Als die Schuhe klingelte, das Ende des Tages einläutete, fühlte ich mich vollkommen ausgelaugt. Mit schweren Beinen ging ich nach Hause. Am Tag nach der Sportprüfung war Konzentration. Auch wenn ich nicht besonders zuversichtlich war, musste ich wenigstens versuchen, mich zu konzentrieren. Na gut, ich muss los. Okay. Endlich, die Stunde ist gekommen. Ihr werdet mir nun endlich beweisen können, dass ich die letzten paar Monate nicht wegen einem Rand geredet habe, ist das nicht aufregend? Eine unangenehme Stille trat in der Klasse ein. Ich glaube, es ist noch ein wenig zu viel für Patty Kitzel. Die Klasse scheint noch zu schlafen. Ich mach doch noch was. Ich habe volles Vertrauen in euch und eure künstlerische Fähigkeit. Sitzt wieder auf seinem Platz. Patrick ließ seinen Blick durch die Klasse schweifen. Sagt mal, ihr scheint ja vollkommen fertig zu sein. Ja. Wir haben jetzt schon seit mehreren Tagen am Stück Prüfung. Es ist wirklich unmenschlich, was man uns da antut. Wir sind keine Maschinen. Ich warf einen Blick zu Amber. Sie sieht wirklich müde aus. Ihr Gesicht ist ein wenig eingefallen und sie hat Ringe unter den Augen. Ich frage mich, ob ich auch so aussehe. Wundern würde mich das jedenfalls nicht. Ich gebe Amber ja ungern recht, aber es stimmt, dass die Prüfungswoche langsam wirklich viel wird. Keine Sorge, Emma, die Prüfungen sind bald vorbei. Außerdem weiß ich sehr gut, dass ihr keine Maschine seid, sonst würdet ihr eigentlich im Kunstunterricht sein. Gut, wenn ihr einverstanden seid, fangen wir jetzt an. Ob einverstanden oder nicht, ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Patrick teilte die Blätter aus. Ja, 2 Stunden. Viel Glück. Das Thema war Zusammenhang zwischen Malereien und Fotografie im 20. Jahrhundert. Ich arbeite das Thema so gut wie möglich aus und nutze die gesamte Zeit, die mir zur Verfügung stand. Ich mag Patrick sehr gerne und habe das Gefühl, dass es ihn irgendwie voll nützt, zu sehen, dass ich Fortschritte mache. Ich fand das Thema letztendlich sehr inspirierend. Ich bin ziemlich zufrieden mit mir. Ich werde mir ein wenig die Beine vertreten. Und lustig, dass Mathe und Deutsch... warte, was? Jetzt bin ich gerade von Kindern so verdattert, hä? Entschuldigung. Wie bitte? Entschuldigung, ich kann nicht glauben, dass er gerade wirklich gesagt hat. Ich sagte, Entschuldigung, würdest du mich bitte vorbeilassen? Ich sah um mich und stellte fest, dass ich den Weg zur Treppe blockierte. Ungläubig ging ich einen Schritt zur Seite. Danke. Kending ging ohne ein weiteres Wort an mir vorbei und lief eilig die Treppe hinunter. Ah, okay, alles klar. Wenn Kending den Preis für den Rüpel des Jahres gewinnen will, dann ist er wirklich auf dem guten Weg. Genervt von seinem Zirkustheater saufzte ich. Ich werde mich nicht noch einmal von ihm provozieren lassen. Von Kenden lasse ich mich sicher nicht auf der Bahn werfen. Ja, das hast du jetzt irgendwie 2-mal hintereinander gesagt und in 2 verschiedenen... ja. 2 verschiedenen Arten Weisen. Wo muss ich jetzt hin? Meine Aufgabe machen. Vielleicht von dir. Habe ich das schon gemacht? Ich schaue die ganze Zeit hier, Alter. Ich glaube, das ist schon hier voll. Noch die Aufgabe von, was weiß ich, vor 10 Minuten. Ich bin mir sicher, dass ich eine super Note in Sport haben werde. Ach ja? Ja, das habe ich im Gefühl. Diesmal habe ich meine Glücksunterhose nämlich nicht vergessen. Natürlich, das hätte ich mir ja denken können. Heißt du, sie mir für die nächste Prüfung? Du weißt, wie sehr ich dich liebe, aber nicht im Traum. In einen energiegeladenen Raum verstand Alexi. Ich bin gerade verstört.
endlich ein wenig frische Luft. Ich setze mich auf eine Bank. Oh Gott! Ich setze mich auf eine Bank, um meine Gedanken ein wenig zu ordnen. Noch kaum hatte ich mich hingesetzt, wurde meine Ruhe auch schon unterbrochen. Und wie waren die Prüfungen? Bei dem Ton, den Melodie an den Tag legte, war schnell klar, dass sie nicht gekommen war, um mich zu beglückwünschen. Ich habe mich ganz gut geschlagen, danke. Wenn du bestehst, hast du das der Fanny zu verdanken. Ich hoffe, das weißt du. Ach ja, er hat mir auch beim Lernen geholfen. Er versichert dir wirklich nicht gut, weißt du? Ist ja immer nicht so, als hätte er an meiner Stelle geschrieben. Ich sag ja bloß, dass er dir bisher beim Lernen geholfen hat, das ist alles. Glaubst du, Nate wäre froh, wenn er wüsste, was für Überlegungen du meinetwegen anstellst? Ich muss los. Ja genau, bis dann. Ich ertrage ihr kleines Stichelein immer weniger. Ich werde mich wohl leider daran gewöhnen müssen, dass nicht jeder meine Beziehung mit Nate akzeptieren kann. Gut, dann bringe ich besser mal meine Sachen an, die ich bin. Was? Das war's dann aber hoffen. Ich versuchte das eben Erlebte hinter mir zu lassen und begab mich ins Schulgebäude. Verprüfungen werden ich wohl ihren Meister müssen, bevor dieses Marathon zu Ende ist. Bin mir ziemlich zuversichtlich, was die bisherigen Prüfungen angeht. Es wäre schade, bei so einem guten Lauf aufzuhören. Ich gehe besser in die Bibliothek, um noch ein wenig für die restliche Prüfung zu lernen. Ich habe noch ein wenig Zeit, bevor die Schule schließt. Ich setze mich in eine abgelegene Ecke in der Bibliothek, um nicht gestört zu werden. Ich fange an zu lernen und versuchte dabei, meine ganze Konzentration aufzubringen. Ich wusste gar nicht, dass ich ganz ohne Hilfe so effizient lernen konnte. Ich war so in meiner Schulbücher vertieft, dass ich die Zeit völlig aus den Augen verlor. Als ich plötzlich den Kopf hob, stellte ich fest, dass es bereits dunkel war. Oh nein, wie viel Uhr ist es denn? Wie kommt es denn, dass der Hausmeister nicht gekommen ist, um mich rauszuscheuchen? Ich warf einen Blick auf mein Handy, doch der Akku war leer. Möglich, die Uhrzeit zu erfahren. Ich stand auf und packte meine Sachen zusammen. Ich muss unbedingt heim, sonst machen sich meine Eltern auch Sorgen. Hallo, bitte lasst mich jetzt. Das Schloss zum Schultor ist doppelt verriegelt. Ich sah zur Mauer hinauf, sie war viel zu hoch, um daran hinaufzuklettern. Wie kann es bloß sein, dass sie so hoch ist? Ich bin in der Schule eingesperrt. Das darf doch nicht wahr sein, ich muss hier doch irgendwie rauskommen. Das war mir jetzt so klar. Was für ein Albtraum. Nee, jetzt mal ernst. Jetzt ernsthaft. Ja. Ich ging vorsichtig in der Hoffnung, dort irgendetwas zu finden, das mir bei der Flucht helfen konnte. Eine Leiter, über die Mauer zu klettern, eine Gartenschere, um den Zaun zu durchschneiden. Mir wäre gerade alles recht. Plötzlich hörte ich ein Geräusch in der Mühle, die mich hochschrecken ließ. Die Tür! Ich stürzte mich auf die Tür, doch sie war zu. Es war unmöglich, wieder nach oben zu gelangen. Ich trommelte gegen die Tür. Ich kann hier doch nicht die ganze Nacht verbringen. Plötzlich tat sich mir eine ferne Erinnerung auf. Der Theatersaal soll hier vorsprechen. Ich fange an zu brüllen. Amber, mach die Tür auf. Ich weiß, dass du dahinter steckst. Irgendwann gab es schließlich auf und setzte mich auf den Boden, wo mich die Dunkelheit umgab. Meine Eltern, sie werden sich fragen, wo ich abgeblieben bin. Plötzlich hörte ich Schritte über mir. Ist jemand, vielleicht sind es sogar zwei. Da wäre Hilfe, ich bin hier unten eingesperrt. Ich hörte, wie jemand an den Schloss der Tür rüttelte, zum Keller führte. Ich dachte schon, ich würde es mit Einbrechern oder Schlimmeres tun bekommen, als plötzlich. Es ist offen, Lucy, komm. Kendin, bist du das? Ja, ich bin es. Ich habe eben die Tür aufgemacht. Du kannst jetzt hochgehen. Ich ging die Treppenstufe hinauf, um aus dem Keller zu gelangen. Ich habe Nein gesagt, Kendin. Sie muss da unten bleiben. Was? Steven? Redet der da bloß? Das ist nichts gegen dich, Lucy. Ich mach das nur für Kendin. Kendin nickte und schloss die Tür noch, während ich mich im Keller befand. Kendin, hör nicht auf ihn. Mach bitte die Tür auf. Doch die Schritte entfernten sich bereits. Kendin! Kendin, hilf mir! Kendin! Hey, komm schon, steh auf. Hallo, du wirst doch wohl nicht die Nacht hier verbringen wollen, oder? Jemand rüttelt mich und öffnet die Augen, während ich erneut in der Bibliothek. Ach Gott, da
Das war ein. Alter, das war mies. Das ist so als Chino, also. Chino Mico, also wirklich, du. Du hast mich gerade ganz schön reingekriegt. Du bist eingeschlafen. Ich habe dich eben aufgeweckt. Händchen, was machst du denn hier? Preise könnte ich dich fragen. Ich war am Lernen und dann bin ich, glaube, eingeschlafen. Das kann ich nur bestätigen. Du hast geschlafen wie ein Baby. Ich versuche jetzt schon seit 5 Minuten, dich wach zu rütteln. Ich hatte einen Albtraum. Wenn es dir nichts aufmacht, solltest du dahin weiter schlafen. Die Schule ist nämlich geschlossen. Aber was machst du denn hier? Ich sitze noch. Letzte Woche hat mich voll charmant jeder so verdonnert, die Biologiebücher wieder in alphabetische Reihenfolge zu bringen. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Tagen. Bloß, dass der Hausmeister mich vergessen hat. Er ist einfach gegangen, ohne nachzusehen, ob ich noch hier bin. Ist mir eben erst aufgefallen. Und da du dich im hintersten Eck versteckt hast, muss er dich auch übersehen haben. Wie sollen wir hier rauskommen? Naja, wir werden wohl die Mauer hochklettern müssen. Penny! Warte mal. Hier lang. Penny kniet die sich neben der Gartenmauer nieder. Was machst du da? Du spinnst doch. Mein Traum kam mir plötzlich wieder ins Gedächtnis. Ich weiß, was zu tun ist. Mach eine Räuberleiter, damit ich über die Mauer klettern kann. Alles klar. Und was ist mit dir? Kommst du dann zurecht? Na klar doch. So ist den und auch wieder nicht. Also kletterst du jetzt hoch oder nicht? Kennen kann wirklich nett sein, wenn er will, aber es fällt mir schwer, sein Verhalten nach dieser tagelangen Funkstille nachzuvollziehen. Ich stieg auf die kleine Stufe, die Kennen mit seinen Händen geformt hatte. Ich stützte mich auf seine Schulter, um das Gleichgewicht zu halten. Bist du soweit? Ja. Wieder hochgegangen. Und versuche es nicht so zu machen wie in der Ab Robotikstunde, okay? Jetzt ist nicht der Moment für Kapriolen. Ich sagte doch, ich bin soweit. Okay, eins, zwei, drei. Kinden hiefte mich mit Schwung nach oben und ich zog mich mit den Armen die Mauer hinauf. In Hand und Tränen saß ich im Schneidersitz auf der Schulmauer. Denkst du schaffst es, auf der anderen Seite hinunterzuspringen? Wird schon gehen. Okay, ich spring runter und dann komme ich zu dir. Stillschweigend beobachte ich ihn noch einen Augenblick. Ich sagte springen. Ich sprang. Ich landete ohne große Probleme auf dem Rasen. Händen auf die Mauer, hinter der ich ihn zurückgelassen hatte. Im Moment, in dem mir jemand auf der anderen Seite zulaufen begann. Was machst du da bloß? Was macht er da bloß? Bis ich begriff, dass Kennen gerade versucht hat, Anlauf zu nehmen. Kennen tauchte oberhalb der Mauer auf. Er hatte sich mit den Armen nach oben gezogen. Gekonnt landete er neben mir auf dem Rasen. Wow. Die senkrechte Mauer, eine der Hürden, die ich mit der Zeit gelernt habe, zu überwinden, als ich auf der Militärschule war. Sie war sogar noch höher als diese hier. So, gehen wir, ich begleite dich. Ich lief schweigend neben Kenton her. Nach allem, was er mir vorgeworfen hat, weiß ich sowieso nicht, was ich ihm sagen sollte. Sehr sicher entschloss er sich dann doch, das Eis zu brechen. Weißt du? Ja? Er brach seinen Satz nicht zu Ende. Kenton, bist du das? Was? Wow. Hey, was geht, meine Freunde? Eben lief fast in uns rein. Er schien in keinem besonders guten Zustand zu sein. Eben, was ist mit dir los? Das ist doch gar nichts. Du solltest erstmal das Gesicht von dem anderen sehen. Bist du dir sicher, dass alles okay ist? Ja, warum? Du siehst total übel aus, meine Güte. Sein Anblick ist ein wenig angsteinflößend. Ach komm schon, ich bin mir sicher, du findest mich noch immer sexy. Kendin zog sichtlich genervt die Augenbraue nach oben. Hör auf, irgendwelchen Stuss zu erzählen, Emil. Man erkennt dich ja nicht mal wieder.
Es ist doch kein Grund, so ein mega langes Gesicht zu ziehen. Es ist alles okay. Pass auf. Eben bracht zu unseren Füßen zusammen. Even, Henry stürzte sich zu ihm, versucht ihm aufzuhelfen. Seinen Schlag am Kopf bekommen habe. Siehst du, wovon ich deine Spinnereien führen, Even? Versuchte ebenfalls schnell möglichst ihm aufzuhelfen. Verdammt, er ist mega schwer. Danke. Even, kannst du mich hören? Ja, mir ist ein wenig schwindelig. Oh Gott. Regen, du bist komplett hinüber. Ich werde Hilfe rufen, wir müssen irgendwas unternehmen. Henden holte sein Handy heraus und rief den Notarzt an. Hallo, guten Abend, mein Freund geht es wirklich gut. Ich glaube, er hat sich verprügelt. Er hat Schürfwunden, blaue Flecken und eine Kopfverletzung. Ich weiß es nicht. Okay, wir warten hier. Henden legte offenbar nicht an. Die kommen, er muss untersucht werden, um sicherzugehen, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Auf jeden Fall, dass er einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Okay, ich warte hier mit euch. Ich finde ja schon, dass ihr ein wenig übertreibt. Even konnte seinen Unbehagen noch so gut verbergen, aber ganz offensichtlich, dass es nicht gut ging. Was ist denn nur passiert? Nichts, ich habe nur ein paar Jungs gescherzt und die haben das irgendwie in den falschen Hals bekommen. Ach ja, die haben in den falschen Hals bekommen? Da scheinst du ja etwas zu verharmlosen. Als der Krankenwagen ankam, drehte sich Kenan entschuldigend zu mir um. Danke, dass du hier geblieben bist. Es tut mir leid, dass du alles mit ansehen musstest. Um uns herum herrscht viel Aufregung, doch ich kann den Blick nicht von Kenan abwenden. Dafür bin ich einfach nicht stark genug. Was wolltest du mir sagen, bevor Evan gekommen ist? Ich. Doch einer der Rettungsmänner unterbrach unser Gespräch. Tut mir leid, junge Dame, aber wir müssen jetzt fort. Kenan schie nach Evan in den Rettungswagen und warf mir erneut einen entschuldigenden Blick zu. Die Rettungsmänner schlossen die Türen des Wagens, welcher sich mit heulenden Sirenen von mir entfernte. Gut, ich glaube, ich sollte jetzt besser handeln. Gott, ich war... Was? Einfach was? Einfach wie? Bitte? Also, das war jetzt irgendwie wow. Lucy, da bist du ja. Wir konnten dich einfach nicht erreichen. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Was du bloß? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich war noch in der Schulbibliothek. Ich habe für die Abschlussprüfung gelernt und plötzlich war ich in der Schule eingesperrt. Ist das möglich? Der Hausmeister hat mich einfach übersehen. Ich sah einen etwas abgelegenen Platz. Und ich bin beim Lernen eingeschlafen. Dann warst du ja sehr produktiv, wie es scheint. Und da hättest du uns nicht anrufen können? Leider nein, mein Akku war leer. Tut mir leid, dass ich euch wegen mir Sorgen gemacht habe. Das macht doch nichts. Versuche aber bitte in Zukunft dein Handy mal aufzuladen. Du hättest die ganze Nacht dort verbringen können. Wie hast du es überhaupt daraus geschafft? Ich bin über die Mauer geklettert. Hast du gehört, Philipp? Unsere Tochter könnte gleich zum Militär gehen. Bitte nicht. Ich habe bis zum Rest meines Lebens genug vom Militär. Ich wusste gar nicht, dass du so begnadete Kletterin bist. Diese Geschichte ist wirklich eigenartig. Wenn das eine Ausrede wäre, hättest du dir hoffentlich etwas Besseres ausgedacht. Ich verdrehte die Augen. Gott sei Dank übernahm Mama das Wort. Was ist mit den Prüfungen? Wie ging es dir? Naja. Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Das ist ja wirklich toll. Dann lass uns mal die Daumen drücken, dass du recht hast. Das hättest du nach der ganzen harten Arbeit auch friedlich verdient. Danke. Papa, Mama, ich bin total müde. Ich hätte wirklich Angst, dass ich die Nacht dort verbringen muss. Ich glaube, ich werde ins Bett gehen. In Ordnung, gute Nacht. Ich gehe in mein Zimmer. Ich warf mich in mein Bett und musste beinahe übermenschliche Kräfte aufbringen und entschließ mein Handy in das Ladekabel zu stecken. Als es sich anmachte, sah ich, dass ich eine Nachricht von dem Handy bekommen hatte. Falls du dich noch von mir verabschieden willst, ich bin vor der Schule und werde in 10 Minuten heimgehen. Mist, ich sah auf die Sendezeit der Nachricht. Hatte sie am Ende des Tages. Ich muss also schon in der Bibliothek gewesen sein und mein Handy schon ausgeschaltet haben. Ich hätte eigentlich eine Antwort. Tut mir leid, mein Akku war leer. Das ging mir dem Haken. Ich erzählte ihm, wie Kenan mich gefunden und er auf die andere Seite der Mauer befördert hatte. Seine Antwort kam augenblicklich. Ganz schön beunruhigend, dass der Hausmeister einfach vergessen hat, nachzusehen. Ich hoffe, du hattest nicht viel zu tun.
viel Angst. Wie auch immer, ich wäre jedenfalls gerne an Kenneths Stelle gewesen. Ich leitete mich hinein und legte mich wieder hin, nachdem ich mich umgezogen hatte. Ich habe Neff gar nicht von der Sache mit ihm erzählt. Ich habe jetzt gerade wirklich keine Lust, darüber nachzudenken. Das macht mich richtig rasend. Und dennoch wollte ich dieses Bild mit ihm und Kindern in den Rettungswagen stehen, einfach nicht aus dem Kopf gehen. Brrrr. Erschöpft lief ich ein. Ich habe meinen Wecker überhört. Oh nein, bitte sag nicht, dass ich so viel für meine Prüfung dran bin. Ich zog mich geschwind an und nahm mir nicht mal die Zeit zu duschen. Eilig lief ich aus meinem Zimmer. Ach, die Junge, du warst auch schon wach. Na, weißt du, wie viel Uhr es ist? Und warum hast du mich nicht geweckt? Papa saß im Sessel und blätterte sehr ruhig die Tageszeitung durch, als wäre alles im Besten. Zu meiner Überraschung lachte er plötzlich auf. Erst schläfst du in der Schule an und dann willst du auch noch am Wochenende in die Schule gehen. Das ist denn nur in dich gefahren, meine Kleine. Er sah ihn ein wenig verdutzt an. Heute ist Samstag? Wie es aussieht, ja. Naja. Ich ließ meine Sachen auf den Boden fallen und setzte mich neben meinen Vater. Wo du schon mal wach bist und angezogen bist, könntest du die Gegend doch auf einen kleinen Spaziergang nutzen und uns auch gleich ein paar Semmeln mitbringen, damit wir frühstücken können, wenn deine Mutter endlich mal fertig mitschnarchen. Schickelte und konnte mich nur schwer von dem Gedanken lösen, einfach wieder zurück ins Bett zu kriechen. Ja, gute Idee. Allerdings solltest du dich noch umziehen, bevor du losgehst. Außerdem willst du, dass man dich auf dem Weg aufschnappt und in eine Ehrenanstalt steckt. Ich betrachtete mein Outfit, meine Klamotten waren komplett zusammengewürfelt, in die Hektik hatte ich sogar große Turnschuhe gezogen. Da hast du wohl recht. Ich werde mir etwas Passenderes anziehen und dann losgehen. Viel Spaß. Mal sehen, was sich hier finden lässt. Ich ging in den Kleiderschrank durch und die Sachen aus der Suche nach etwas passend zu machen. So ist es schon viel besser. Wenigstens bin ich passend für die Jahreszeit angezogen. Ich ließ mir ein wenig Wasser über das Gesicht laufen und machte mich dann auf den Weg. Bin los. Ah. Jetzt, hallo? Ich spazierte gerade die Straße entlang, als mein Handy plötzlich klingelte. Ich hob ab. Hallo? Lucy, ich bin Kentin. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, nein. Ich ruf an, weil ich dich fragen wollte, ob du heute Nachmittag vielleicht Zeit hast. Ja, warum? Um ins Krankenhaus zu kommen. Ich würde gerne ein paar Dinge mit dir besprechen. Dann könntest du vielleicht eben aussetzen willst. Ich kann verstehen, wenn du nicht kommen willst, aber ich würde mich wirklich freuen. Frag mich, was Kentin nur besprechen will. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob ich schon bereit bin, ihm das Verhalten der letzten Tage zu verzeihen. Ich versuchte, die Welle der Wut zu ignorieren, die mich beim Gedanken an Kentins Verhalten überkam. Immerhin hat er mir gestern geholfen, aus der Schule zu entkommen. Okay, ich komme. Danke, dann sehen wir uns heute Nachmittag im Krankenhaus. Geht klar, bis später. Kentin legte auf. Seine Stimme klang wirklich fremd. Hoffen wir mal, dass er sich in der Nähe von ihm nicht wieder in einen Gremlin verwandelt. Ich verbrachte den Rest des Vormittags damit, mich vor dem bevorstehenden Gespräch zu fürchten. Nachdem ich den Lunch für meine Eltern zubereitet und mit einem gefrühstückt hatte, verließ ich die Wohnung, um zu Kenneth ins Krankenhaus zu gehen. Kenny! Als ich in der Haltestelle ankam, sah ich, dass ich noch ein wenig Zeit hatte, bis der nächste Bus kam. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ich dachte an Kenneths Verhalten von gestern. Seine sanfte und nette Art war der komplette Fall von dem Kindern, den ich in den letzten Wochen kennengelernt hatte. Würde vor dem Kindern, den ich kannte, denn noch etwas übrig sein? Schon irgendwie komisch, diese abrupte Veränderung. Und als ihm Blut überströmt aufgetaucht ist, scheint Kindern das nicht wirklich lustig gefunden zu haben. Es muss ganz schön komisch sein, seinen Freunden so einen schlechten Zustand zu sehen. Der Bus kommt. Ich kramte in meine Tasche und suchte nach dem Kleingeld. Ich holte mein Ticket und stieg ein. Seit dem Sonnensuntergang war ich nicht mehr hier gewesen. Ich muss zugeben, dass es mir nicht unbedingt gefehlt hat. Dieser Ort ruft schlechte Erinnerungen wach. Oh nein, der Albtraum beginnt. Felicitas streifte mich und stieg dann rasch in den Aufzug.
Na gut, wenn keiner am Empfang ist, ist es wohl kaum meine Schuld, wenn ich mich ein wenig selbst umsehe. Ja. Ah, da bist du ja, Lucy. Hallo. Oh Gott. Geht es dir besser, Ian? Du wolltest mich sehen können? Hallo. Ja, es geht schon. Es wurden nur ein paar Untersuchungen gemacht, aber es ist alles in Ordnung. Bis auf ein paar blaue Flecke und eine abgebrochene Rippe. Aua, das muss ziemlich wehtun. Der Schmerz ist erträglich, aber danke der Nachfrage. Wenn nichts ausmacht, würde ich vorschlagen, dass wir in die Cafeteria gehen. Dann kann Emil sich ein bisschen ausruhen. Okay. Folgte kennen, der aus dem Raum ging. Zwei heiße Schokolade, bitte. Ein bisschen Wärme wird uns gut tun. Setzen wir uns an einen der Cafeteria-Tische einander gegenüber. Fragte mich, was ich eigentlich hier machte. Ohne die der Sache mit Eben und Kenyon hätte ich nie wieder auch nur einen Fuß in den Krankenhaus gesetzt, bei dem ich jedes Mal eine Gänsehaut bekomme. Außerdem hätte ich wirklich was Besseres mit meinem Tag anfangen können. Wie Nathan zum Beispiel. Was denkt sich Kenyon denn, dass wir den Rest des Tages damit verbringen, uns gegenseitig in Grund und Boden zu sperren? Ich habe ihn jedenfalls nicht zu sagen. Gott sei Dank hat er sich endlich dazu entschlossen, den ersten Schritt zu machen. Danke, dass du gekommen bist. Ich hätte ja nicht wirklich eine Wahl. Du hast am Telefon den Eindruck gemacht, als würdest du reden wollen. Ist doch normal. Normal, das würde ich nicht behaupten. Das ist wirklich nett von dir. Worüber wolltest du mit mir reden? Ja, was Eben angeht. Hattest du nicht unbedingt Unrecht. Er verhält sich nicht immer ganz korrekt und mir ist aufgefallen, dass ich das in seiner Gegenwart auch nicht tue. Das wurde aber auch langsam mal Zeit. So traurig. Was geht mich das an? Mir sagen die das jetzt schon seit Wochen. Lass bitte nicht noch mehr auf mich, als es schon ist. Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe. Ich ließ ihn fortfahren. Eure Bemerkungen und Vorwürfe gingen nicht einfach spurlos an mir vorbei. Emil ist nur einfach sehr wichtig für mich. Er war für mich nicht leicht zu sehen, dass ihr unsere Freundschaft so in Frage stellt. Weißt du, ich habe seiner Unterstützung zu einem guten Zureden zu verdanken, dass ich mich schließlich in der Militärschule integrieren konnte. Meine Ankunft dort war alles andere als leicht. Ich war schon immer der kleine Kenyon, über den sich jeder lustig gemacht hat. Und auf der Militärschule war es schlimmer als je zuvor. Bei seinen letzten Worten wurde seine Stimme immer brüchiger. So, ich habe Dinge erlebt, über die man nicht so leicht spricht. Sie plötzlich vollendes versagt und Kenyon in den Kopf zuckte. Kenyon? Hey Kenyon. Ich legte zögerlich meine Hand auf seinen Arm. Als sie seine Tränen sah, zog sich mir das Herz zusammen. Ach, Kenny. Waren gar nicht so sehr die Spöttereien, die Witzeleien der Lehrer oder das harte Training. Sondern vielmehr die Tatsache, dass ich einfach nicht dafür gemacht war. Und das hat man mich auch ordentlich spüren lassen. Die Situation wurde mit dem Tag unerträglicher. Eines Abends haben sie mich rausgesperrt, obwohl es geschneit hat. Und ich musste die Nacht im Mülltonnenraum verbringen. Meine Güte. Und ein anderes Mal hat man mich dazu gezwungen, aus der Toilette zu trinken. Außerdem haben sie mein Essen gespuckt und mir Wanzen ins Bett getan. Ist doch widerlich, warum haben sie das nur gemacht? Wie sie der Meinung waren, dass dort nicht mein Platz ist und sie mich sprechen wollten. Wie können junge Menschen nur so gemein zu einem anderen sein? Ich weiß es nicht. Ich habe noch tausend andere Geschichten auf Lager. Was ich allerdings sicher weiß, ist, dass ich irgendwann so Angst vor den anderen hatte, dass ich nicht mehr schlafen konnte und kaum ein bisschen herunterbekommen habe. Oh. Ups.
Wie auch immer, es war die Hölle. Ich habe völlig alles verloren. Aber dann ist Eben eingeschritten. Er hat mir geholfen, mich selbst zu kaufen und mich nicht mehr gefallen zu lassen. Ich weiß ja gut, dass er seine Fehler hat, aber wenn ich du wäre, wäre ich nicht so streng mit ihm. Als er in der Militärschule angekommen ist, hat er noch weitaus Schlimmeres erlebt als ich. Das entschuldigt sein Verhalten nicht. Schlimmer als du? Das weiß. Noch schlimmer als du? Ich weiß nicht, wie es noch schlimmer sein könnte. Iwin hat mir alles ein paar Monate nach unserem Kindergarten erzählt. Stell dir vor, ein Waisenkind im Alter von 10 Jahren, das sich in einer so feindseligen Umgebung befindet wie in der einen Militärschule. Niemand hat ihm geholfen, er musste sich alles selbst beibringen und irgendwann sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Magen schnürte sich zusammen, worauf wir kennen bloß hinaus. Als er bereits ein paar Jahre dort war, ist er eines Abends auf ein paar Typen gestoßen. Und seine Flucht dann völlig unterbrach ihn. Oh nein. Denn du musst nichts weiter sagen, aber es ist unglaublich traurig, dass ich gar nicht erst nach den Details fragen wollte. Ihnen wurde von einer blinden Wut heimgesucht und er hat sich wie verrückt verteidigt. Er hat zwei der Jungs krank Großreif geschlagen. Danach hat ihn nie wieder eine Mutter belästigt. Hat sich diese Eiserne erkämpft, indem er ständig dazu bereit war, wieder mal in die Schranke zu weisen. Oh, jetzt verstehe ich, warum er sich so verhalten hat. Ich fiel und er hätte sich wirklich ernst verletzt. Er räusperte sich, um ein wenig zu beruhigen, doch sein Kinn begann zu zittern. In dem Alter hätte ich mich niemals verteidigen können, geschweige denn solch einen Angriff überlebt, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, weißt du. Und deswegen hat er mich unter seine Fittiche genommen, als er gesehen hat, wie die anderen mich piesackten. Er hatte Angst, dass das noch einmal passiert. Ich habe es ihm und meiner inneren Schutzhülle zu verdanken, dass ich so weit gekommen bin und meine Probleme ein Ende finden konnte. Ich weiß, dass mein Verhalten der letzten Tage nicht entschuldigt, aber ich habe ein wenig Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass hier nicht unbedingt die gleichen Regeln wie in der Militärschule gelten. Nein, du musst dir deinen Respekt hier nicht auf den Fäusten nacken. Ich weiß, aber Ewins Rückkehr hat mich an alten Mechanismen in mir geweckt. Ewin hat mir geholfen, nach außen hin stärker und weniger zerbrechlicher zu wirken. Nur so ist es mir gelungen, mir Respekt zu verschaffen. Ich verspüre auch heute noch dieses Bedürfnis, ihm zu beweisen, dass ich nicht mehr der kleine Schwächling von damals bin. Ihr oder ihn? Eure Hinkämpfe interessieren mich nicht. Das ist deine Art, ihm das zu zeigen. Was? Versuchst du das Leben oder dir selbst zu beweisen? Sicher los uns beiden, da hast du recht. Ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin. Und eben auch, als ich ihn gestern so blutüberströmt gesehen habe, konnte er sich kaum aufrecht halten. Im Moment wurde mir klar, dass ich seinen Einfluss auf mich vielleicht ein wenig verabschieden sollte. Haben dir unsere Warnung denn etwa nicht gereicht? Ich habe ein wenig Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Ich will das wieder gut machen. Aber ich weiß noch nicht wirklich wie. Ich kann Ihnen jetzt auch richtig leid zu tun, aber ich war noch nicht so weit, ganz zu verzeihen. Seine Worte und sein Verhalten in den letzten Wochen haben mich mehr verletzt, als ich gedacht habe. Bitte. Ja, okay, schieb dich einfach mal voll links. Tut mir leid, dass ich mich wie ein Idiot aufgeführt habe. Ich hoffe, dass ihr mir vergeben könnt. Alexi, Armin und du. Ich versuchte, wegen ihr das Thema zu wechseln. Wollen wir mal nach Event sehen? Okay. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Oh Gott, ich bin ja eigentlich schon über. Oh Gott. Danke, wir sind nur gekommen, um unseren Freund zu besuchen. Wissen Sie, in welchem Zimmer er ist? Ja, wir sind nur runtergegangen, um uns was zu trinken zu holen. Wie heißt denn Ihr Freund? Er heißt Eben, er war die Nacht über die Beobachtung hier. Ach ja, ich weiß, wen Sie meinen. Groß, braunhaft. Und wunderschöne, die Krankenschwester errötete, als sie bemerkte, dass sie das laut ausgesprochen hatte. Braunhaarig?
Entschuldigung, ich bitte Sie, dann mal nicht länger aufhalten. Schönen Tag noch. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen und mir ist außer Kindern auch nicht. Was für ein Frauenheld dieser Gewinn. Hey, da seid ihr ja. Ich habe langsam angefangen, mich in mein Zimmer zu langweilen. Da dachte ich, ich suche euch mal. Nicht nötig, wir sind da. Die schrille Stimme ertönte hinter uns. Entschuldigen Sie, junger Mann. Die Krankenhausbesuche sind nicht zum Spazierengehen da. Manche Patienten wollen sich ja hier ausruhen. Bitte gehen Sie wieder in Ihre Zimmer zurück. Okay, aber nur, wenn Sie auch mitkommen. Ich fühle mich plötzlich ein wenig schwach. Ich habe den Eindruck, Felicitas weiß nicht so recht, wie sie seine Worte deuten soll. Plötzlich ließ uns eine tiefe Stimme auffahren. Ach ja, als ich vor 5 Minuten bei Ihnen war, schien es Ihnen noch ganz gut zu gehen. Ich erinnere mich sogar daran, Ihnen gesagt zu haben, dass Sie das Krankenhaus morgen früher verlassen können. Der Arzt ging lächelnd weg. Habt ihr gehört? Ist das nicht toll? Ja, das sind gute Neuigkeiten. Ich fühle mich plötzlich schon viel besser. Danke trotzdem, Frau Krankenschwester. Ich schüttle den Kopf für ein Idiot. Ich glaube, ich gehe jetzt heim. Ist die Verpflichtung gehen? Ja, deine schöne Krankenschwester hätte ich gut an meiner Seite gebrauchen können. Denn, naja, wenn ich zwischen dir und Felicitas will, müsste ich schon wenig nehmen. Ich errötete, nein, warum muss ich immer nur rot werden, wenn mir ein junges Kompliment macht? Wäre cool, wenn wir uns bald wiedersehen. Was meint ihr, hättet ihr Lust, morgen nach meiner Entlassung einen Kaffee trinken zu gehen? Warum nicht? Aber nur nix, sie wissen nicht, dass ich ein paar Schwierigkeiten hatte und ich würde die beiden gerne sehen. Es würde mich freuen, wenn du auch kommst, Lucy. Ich überlege einen Augenblick und begegnete dann Kenneths Blick. Aber Alexio nahm ihn auch einiges zu sagen. Kenneths Blick ließ mich verstehen, dass er mich doch gerne dabei hätte. Gut, ein klärendes Gespräch, warum nicht? Okay, dann bis morgen. Oh, und Lucy. Ein kleiner Tipp, wenn du auf dem Weg zwei Typen begegnest, einer riesengroßen mit rasierten Schädel und den anderen mit Lederjacke und Tattoos, dann sag ihnen nicht, dass sie aussehen wie zwei billige Bösewicht-Imitationen aus einem schlechten Film. Die beiden scheinen keine großen Kinofans zu sein. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Eamon mag viele Fehler haben, doch auf seine Weise ist er wirklich lustig. Na gut, er wird Zeit, hier einzugeben. Okay, ich mache jetzt erstmal hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Part.